Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 21. Lesung oder besser gesagt Sendung über das Buch Alle für eine für alle Himmelskönigin. 21. Sendung, weil wir haben, glaube ich, ein Stück oder ungefähr 8 Sendungen gebraucht in der Vorbereitung mit dem Heiligen Lexikon und der Frage, sind diese Maria-Erscheinungen von Gott? Dann sind wir in das Buch reingegangen, aber haben hier und da das Buch auch ein wenig verlassen, weil wir unglaublich viel extra Informationen haben, die sehr interessant sind, um zu besprechen. Und auch heute ist das nicht anders, weil erstens ist es heute keine Lesung des Buches, sondern der dritte Teil, wo wir in die Geschichte von Garabandal gehen, also die angebliche Marienerscheinung, die zwischen 61 und 65 des letzten Jahrhunderts stattgefunden hat. Und daneben gehen wir noch in ein paar Webseiten rein, die die liebe Sandra Hartl mir zugeschickt hat. Etwas Information. Und bevor ich meine beiden Gäste, die alle beide ein wenig verschnupft und erkältet und ermüdet und was weiß ich nicht alles sind, bevor ich meine beiden lieben Gäste, die ich heute wieder begrüßen darf, vorstelle, möchte ich eine Sache eben zurechtdrücken. Und zwar hatten wir letztes Mal gesprochen darüber, dass den Kindern da in Garabandal, so wie in der Geschichte in dem Film erzählt wird, ja der Erzengel Michael erschienen ist. Besser gesagt, ihnen ist ein Kind erschienen, das obwohl Kind, aber doch sehr erwachsen und alles aussah. Und später hat sich das mitgeteilt, dass das also der Erzengel Michael sein sollte. Es war aber eine Darstellung eines Jungen. Ja? Und da habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, irgendwas gefällt mir dabei nicht. Und wir hatten ja festgestellt, dass die römisch-katholische Kirche alles gegensätzlich macht, als dass es in der Bibel steht. Ja? Jesus wird ja auch immer nur als kleines, verletzliches, schutzloses Kind dargestellt oder aber als toter Mann hängend am Kreuz, immer in einer wehrlosen Position, niemals in der Position, in der er wirklich ist und vor allen Dingen, die ihm als Schöpfer von allem sowieso zusteht. Da habe ich gedacht, Erzengel Michael, Jörg, den kennst du doch aus der Bibel. Da steht doch in der Offenbarung drin, dass als Luzifer sich erhoben hat im Himmel, wie wir in Jesaja Kapitel 14 lesen können, dass da der Erzengel Michael gegen den Drachen gekämpft hat. Da steht aber nicht bei, dass das ein Kind war. Also wieder mal so eine Sache. Der Erzengel Michael, das war der Chefengel, nachdem Luzifer gefallen war zumindest, der Luzifer aus dem Himmel mit dem Krieg rausgeworfen hat. Und das soll ein Junge sein? Wie in dieser Vision? Das ist noch mal so eine Sache, wo ich sage von Mensch noch mal, dass mir das während der Sendung nicht eingefallen ist. Aber wir sind mit dem Film ja noch nicht durch. Wir haben knapp 17 Minuten geschaut. Wir gehen gleich in den Rest rein und schauen uns das an. Aber das wollte ich jetzt zu Anfang schon mal zurechtdrücken. Das ist mir halt letztes Mal nicht aufgefallen. Auch der Max und der Michael haben da keine Bemerkung drauf gegeben. Ja, manchmal muss man eben über solche Dinge erst ein wenig länger nachdenken, bevor einem sowas bewusst wird. Und ich habe mich die ganze Zeit auf die nächste Sendung gefreut und gesagt, das muss ich den Leuten aber jetzt sagen. Wie wird der Erzengel Michael in der Bibel dargestellt? Und wie erscheint er hier den 4 Kindern, bitteschön, in Garabandal? Wieder so eine 180 Grad umgedrehte Geschichte von der Bibel. So. Und jetzt möchte ich gerne beiden meine Mitstreiter vorstellen, die mich heute bei dem Video begleiten. Das ist einmal der Bruder Max, der sich die unglaubliche Mühe gemacht hat, das Buch zu übersetzen, der aber in der letzten Zeit wunderbar, hoffe ich, Hilfe bekommt, die er auch annimmt von der Schwester Renate, die auch geholfen hat, jetzt Kapitel von dem Buch mit zu übersetzen. Und zu zweit ist das sicher eine viel leichtere Arbeit. Den Max möchte ich jetzt gerne als erstes vorstellen heute Abend. Hallo Max, herzlich willkommen zur 21. Lesung des Buches, das du dir vorgenommen hast, ganz zu übersetzen. Ja, hallo Jörg, hallo Michael. Ich freue mich dabei sein zu können. Und auch danke an Schwester Renate an dieser Stelle, die mir da wirklich sehr, sehr bei hilft. Die hat ja das komplette Kapitel 5 auch schon übersetzt gehabt und ist jetzt auch dabei, das siebte, glaube ich, schon mal zu übersetzen. Das ist auf jeden Fall eine große, große Hilfe und ich freue mich auf die Lesung ist es ja nicht. Wir schauen uns ja das Video weiter an und insofern freue ich mich auf das Video heute, das wir uns weiter anschauen, wo wir ja letztes Mal schon festgestellt haben, dass da also wirklich sehr viel Lehre uns gezeigt wird, wie ja, durch und durch 180 Grad in Bibel der 180 Grad entgegen der Bibel ist. Und einen schönen Punkt, den du jetzt nochmal angeholt hast, dass das eben auch auf den Erzengel Michael zutrifft, den wir da
mit dem wir da Bekanntschaft gemacht haben, aus der Erzählung. Ja, eine bessere Überleitung auf Bruder Michael kann man dann ja wohl nicht haben. Ne? Ja, ich frage mich jetzt nur, ob die die Lehre meinen mit 2e, dann ist es nämlich wirklich eine Lehre. Also was die katholische Kirche da erzählt, denn die fabriziert ja einiges Mögliche und ich bin ja hier angeblich der Mitstreiter, also muss ich ja jetzt gegen irgendetwas streiten, also streite ich jetzt mal gegen die lateinische Bibel. Die und Lehre der römisch-katholischen Kirche ist eine leere Lehre. Ja, ja. Ja, genau. Das kann man schön so sagen, wenn man dann berücksichtigt, leer mit EE und E mit EH. Ja, ist gut gesagt. Und nichts gegen die ostfriesische Stadt, die sehr schön ist. Nein, das hat ja auch damit nichts zu tun. Es geht ja um Lehre, es geht nicht um Leer. Genau, so. Und übrigens, da wir gerade schon am Streiten sind, also diese Textstelle mit Michael ist Offenbarung 12,7. Und da wird natürlich nicht erzählt, wie groß und wie schön und wie toll und alles das war. Und Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen. Und ja, das, da habe ich eine ganz eigene Meinung zu, aber die behalte ich jetzt wirklich für mich, denn wir wollen vielleicht auch mal mit der Lesung anfangen. Naja, aber ich glaube, dass man selbst so aus der Bibel, alleine schon aus der Erzählung herauslesen kann, dass es sich dabei nicht um ein Kind handelt, ne? Ja, das... Da ist sich die römisch-katholische Lehre nicht so ganz einig, denn die römisch-katholische Lehre bezeichnet zumindest den Religionslehrer, den ich mal gekannt habe. Die bezeichnet das Buch der Offenbarung als undeutbare Prophetie, die keinerlei Relevanz für die römisch-katholischen Katechismus hat. Das stimmt, das ist die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche in der Beziehung auf das Buch der Offenbarung. Das ist ja auch logisch, weil wenn sie was anderes behaupten würden, würden sich die Leute ja mit der Offenbarung auseinandersetzen und würden erkennen, wer damit als Hure in Babylon in Kapitel 17 und 18 beschrieben wird. Ne? Es ist sogar noch aus einem anderen Grund extrem zwingend logisch, denn das Buch der, oder sagen wir mal so, die Apokalypse des Johannes offenbart sich eben nicht Katechisten. Hm? Also jemand, der im Katechismus verbleibt, dem wird die Offenbarung des Wortes Jesu Christi durch Johannes da eben nicht zuteil. So ganz klar, der ist ja auch nicht in dem entsprechenden Geist. Also diese Offenbarung muss sich ja offenbaren. Und wem offenbart die sich? Ja, derjenige oder demjenigen, der im Geiste, meine Güte, Jesu Christi ist. So, und wenn jetzt natürlich einer kommt, der jetzt ein Lehrer ist mit Doppel-E, ja, dem offenbart sich das natürlich nicht. Für den ist das ein Buch mit 7 Siegeln. So sehe ich das. Also das offenbart sich ja auch nur den Menschen, die es halt annehmen wollen und die halt für die Wahrheit offen sind und nicht für diejenigen, die halt einfach sagen, ach, ich suche mir meine relative Wahrheit heraus und dann suche ich mir mal aus, was darauf passt und dann picke ich mir die Sachen aus, die ich gerne hätte. Ja, das funktioniert nicht. Deswegen Buch der Offenbarung, also es offenbart sich da was. Aber die Frage ist ja, ob es jetzt wirklich für alle bestimmt ist. Deswegen sind da ja auch Allegorien genannt, ne? Richtig. So sehe ich das zumindest. Ja, eine andere Sache, die vielleicht auch in der Hinsicht noch wichtig ist, dass wir die mal eben besprechen. Das war ein Satz, auf den Tom heute in den Lesungen hingewiesen hat, die ich von ihm wieder gehört habe. Inklusive, glaube ich, die letzte Sendung, die ich gehört habe, war 9. November 2010. Da spricht er immer noch über das Freimaurer-Kapitel 43 und 44 in Cold World Babylon. Und da hat er einen sehr prägnanten Satz gesagt. Jetzt habe ich mir diese Erklärung so gut hingelegt, dass ich jetzt den Satz vergessen habe, den ich eigentlich sagen wollte, den Tom da formuliert hat heute in dieser Sendung. Ach ja, richtig. Das antichristliche System, die Jesuiten und vor allen Dingen auch die Freimaurer gebrauchen ja Zahlen und Symbole, hauptsächlich Symbole, um ihre Botschaften dahinter zu verstecken. Im Gegensatz natürlich, 180 Grad umgedreht, dazu ist wieder die Bibel, die Zeichen und Symbole dafür gebraucht, um sich selbst zu erklären. Also das, was die Bibel gebraucht als Symbole, wie zum Beispiel die Frau als Kirche, viele Wasser als Völker, Nationen und Zungen und so weiter, wo die Bibel das gebraucht und erklärt, wofür das steht, gebrauchen die Freimaurer und die römisch-katholische Kirche ihre Kabbala und ihre Zeichensprache, ihre geheime Sprache, die sie seit Babylon haben, genau für das Umgekehrte. Nämlich um ihre Absichten und ihre
wahren Bedeutungen dahinter zu verstecken. Das fand ich einen unglaublich interessanten Satz, den Tom da wieder einmal geprägt hat. Ich kann nur jedem anraten, sich diese Archivaufnahmen von Förstelmann mit Radio zu besorgen. Für einen kleinen monatlichen Beitrag bekommt man da vollständigen Zugang zu dem Archiv und kann sich dann auch solche Dinge runterladen. Und ich habe durch Bruder Brett, also das komplette Archiv, alle Aufnahmen, die Tom Fress jemals gemacht hat, bei Förstelmann und Radio runtergeladen bekommen, habe die alle auf meinem Computer und höre nach und nach die Sendungen von 2009 und jetzt bin ich Ende 2010. Es dauert, bis man da durch ist, weil ich habe noch andere Dinge zu tun. Aber es ist unglaublich interessant, sich die Dinge anzuhören, die Tom da vorgelesen und erklärt hat. Das möchte ich nur immer wieder einmal betonen. Hat einer von euch beiden vielleicht eine Bemerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe? Ja, erstens muss ich mal Brett ansprechen und zum Zweiten ist es so, dass ich ja schon mal gesagt habe, mit irgendeiner anderen Lesung weiß ich es gar nicht, so von wegen, ja, Jesus Christus ist das Wort Gottes und durch das Wort ist alles erschaffen worden. Und deswegen muss natürlich die andere Seite alles andere als das Wort gebrauchen. Das heißt also Sophistik, Kasuistik, Symbole, Zahlen und. Ja, das ist ganz klar. Die direkte Ansprache geht nicht. Ne? Die direkte Ansprache geht nicht, die bewirkt da eben nichts. Also müssen sie halt immer das Gegenteil machen und deswegen müssen sie sich natürlich nach dem Turmbau zum Babel eben auch die Symbolik da verständigen. Denn das ist ja letzten Endes dann so wie die Geheimtinte sozusagen, die wir dann im Grundschulalter gehabt haben. Das versteht nur derjenige, der das entsprechende Pauspapier hat, also die entsprechende Anleitung oder Dekodierung. Ne? Von daher dieses ganze Enigma durch über diese ganze esoterische Lehre der ganzen Geheimgesellschaften und Kirchen, das zieht sich ja hinweg bis zur Gründung der, oder zurück bis zur Gründung der ersten Stadt oder bis halt der Abfall wiederum kam nach der Sintflut. Und deswegen finde ich es halt einfach nur noch zwangsläufig richtig. Alles, was eben geheim ist, taucht nichts. Taucht nichts. Alles kommt sowieso zum Vorschein und geheim heißt immer, ich habe was zu verbergen vor anderen, ne? Mhm. Ja, jetzt bin ich mal ruhig. Du wolltest noch was zu Brett sagen. Nein, ich habe nur gesagt, ich muss ihn mal ansprechen darauf. Nein. Ach so, nein. Ich dachte, du wolltest jetzt irgendwas über Brett sagen hier in dem Video. Nein, ich spreche nicht. Ich spreche immer nur gut über Brett und ich habe jetzt momentan zu Brett nichts zu sagen. Ja, ich habe ja auch nicht gemeint, dass du schlecht über ihn sprechen sollst. Lass uns mal hier die ganzen falschen Wunder mal erklären. Ja, da gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte euch erstmal eben die beiden Webseiten vorstellen, die ich von Sandra Hartl zugeschickt bekommen habe. Die eine ist über die Marianische Kongregation. Das ist also eine kirchliche Vereinigung der Jesuiten im Namen der Jungfrau Maria. Ja? Und das werden wir uns dann auch im Anschluss an dieses Video einmal durchlesen und werden das ein wenig analysieren, bevor wir dann also in dem Buch in Kapitel 4 weitermachen. Und es gibt einen zweiten Link, den sie geschickt hat, nämlich die Gemeinschaft christlichen Lebens, GCL. Eine weltweite religiöse Gemeinschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die lebt aus der Spiritualität des Ignatius Loyola und die eben auch gewidmet ist an die sogenannte Jungfrau Maria. Da werden wir uns dann nachher mit beschäftigen. Jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Video. Das habe ich hier bereits vorbereitet. Wir haben letztes Mal geschaut bis 17 Minuten und 35 Sekunden. Ich habe 20 Sekunden zurückgespult. Da gehen wir dann jetzt weiter in dem Video. Und ich habe meinen Ton auf Skype geteilt. Mal sehen. Er ist auch immer noch geteilt. Das heißt, normalerweise müsstet ihr beiden das jetzt hören, wenn ich das abspiele. Und wenn nicht, dann gebt mir bitte ein Zeichen. Da muss ich meine Teilung mit Ton nochmal neu starten. Also Film ab. Und wie ihr wisst, wenn es irgendetwas gibt, was ihr sagen wollt dazu, dann unterbrecht ihr, dann pausiere ich und dann können wir da gerne drüber sprechen. Die Aufnahmen, um sie der Erscheinung entgegenzuhalten, trennten sie sich ohne eigenes Zutun von selbst in ihren Händen. Sie gingen danach mit den von Maria geküssten Gegenständen unbeirrt durch die Menge und richteten dabei ihre Augen nur auf die Erscheinung. Mit absoluter Sicherheit bekamen die richtigen Eigentümer, die die Mädchen vorher nicht kannten, jeweils ihr Eigentum zurück. Das war für viele ein so außerordentliches Erlebnis, auf diese Weise erkannt zu werden, dass einige von ihnen vor Rührung dabei sogar in Ohnmacht fielen. Ja, hierzu wollte ich eigentlich noch mal eine kleine Sache bemerken, weil wir kriegen ja immer gesagt,
wie die Kinder sich verhalten hatten, während sie diese Erscheinung hatten. Sie konnten vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen, ohne irgendwo gegenzulaufen, sich an Steinen zu stoßen oder gegen Bäume zu laufen, in Gräben zu fallen oder in Flüsse zu fallen oder was auch immer, hatten aber immer dieses Maria-Bild oder was auch immer vor Augen. Und es gibt in der Bibel, und da habe ich jetzt persönlich nicht dran gedacht, da eine Nachforschung von zu machen, das ist aber eine Sache, die machen Michael und Max sicher gerne, vielleicht zum nächsten Mal, können Sie mal nachschauen. In der Bibel steht nämlich an verschiedenen Stellen beschrieben, wie ein wirklicher Prophet in der Bibel, wie da die Visionen aussehen. Besser gesagt, wie die sich verhalten, wenn sie Visionen haben. Da gibt es auch, glaube ich, Webseiten drüber, wo man das nachlesen kann, wo das biblisch fundiert ist. Und wie immer bin ich auch ziemlich sicher, dass die Menschen, die biblische Visionen bekommen, wie zum Beispiel die Propheten sie ja auch hatten, wenn die in eine Vision fielen, wie zum Beispiel Daniel, unter anderem in Kapitel 9, wo er ja eine Vision bekam, durch den Erzengel Gabriel gesagt, denke ich auch, dass da die Situation doch ein wenig anders ist, dass die sich nicht so verhalten wie hier, diese Kinder in dieser Vision hier. Aber wie gesagt, da rufe ich meine beiden Brüder jetzt hier, das habe ich mit denen auch nicht vorher besprochen, während dieser Sendung hierzu auf, sich das vielleicht mal anzuschauen, entweder während der Sendung oder später, dass wir da später nochmal drauf eingehen können und auch hier deutlich mitmachen können, dass in der Bibel, wenn jemand eine Vision bekommt, das ganz anders beschrieben ist als hier in der römisch-katholischen, in diesem römisch-katholischen Dorf Garabandal, das passiert. Und dann schauen wir mal weiter. Während der Ekstase beteten die Mädchen in einer Art wie nie zuvor. Hören wir dazu eine Originalaufnahme zweier dieser Mädchen, die den marianischen Gruß aufsagten, während sie zu derjenigen aufschauten, die die Ursache dieses Gebetes ist. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sein Hymnen, die sie zuvor nie gelernt hatten, und mit der Hilfe der Erscheinung verfassten sie wunderschöne Verse. O Virgencita del Carmen, quanto gusto nos has dado, con aparecerte a nos con tu niño tan salado. Endlich kam der lang erwartete 18. Oktober, der Tag, an dem die vier Mädchen die sehnlich erwartete Botschaft der heiligen Jungfrau verkünden sollten. Es war ein Tag. Hier nochmal eben zur Erinnerung. Hier ist also die Erscheinung der Maria mit ihrer Botschaft angekündigt für den 18. Oktober. Und wenn wir zu der Erscheinung von Fatima zurückgehen, die in 1917, glaube ich, passiert ist, wenn ich mich nicht irre, war das da der 17. Oktober. Kann ich mich jetzt auch irren, aber ich meine, dass das auch im Oktober gewesen ist. Auch wieder mal zwischen Anführungszeichen ein Zufall, dass das immer in demselben Monat wohl passiert. Ne? Tag mit apokalyptischer Atmosphäre, mit Donner und Blitzen, Kälte und Regen. Allen widrigen Umständen zum Trotz kamen unzählige Menschen an diesem so wichtigen Tag nach Garabandal, um dabei zu sein. Die Stunden vergingen und die wartende Menge wurde zunehmend ungeduldiger. Endlich war es soweit. Bei den Kiefern wurde die Botschaft für alle bekannt gegeben, die bis dahin ausgehalten hatten. Man muss viele Opfer bringen, viel Buße tun, oft das Allerheiligste Sakrament besuchen. Bei dem Allerheiligsten Sakrament geht es um die Eucharistie. Man muss viele Opfer bringen, ist die Botschaft. Jesus war das einzige Opfer, das der Vater jemals anerkannt hat. Sein Opfer macht alle anderen Opfer zunichte. Also man muss viele Opfer bringen, heißt, man muss das Opfer von Jesus Christus eben nicht akzeptieren. Viel Buße tun, das ist auch wieder typisch römisch-katholisch. In der Bibel kennen wir das nicht. In der Bibel kennen wir das Bereuen. Ich sünde und ich bereue. Ich
Büße aber nur in der römisch-katholischen Kirche. Ja? Das Bußetun ist ganz typisch eben für die Erlösung durch Werke, durch die Beichte im Sakrament. Wenn ich da zur Beichte gehe, zum Priester, dann legt der mir Werke auf, mit denen ich Buße tue. Und wie gesagt, das allerheiligste Sakrament, das hier beschrieben ist, ist die Eucharistie. Also das Einnehmen des Brotes, das der römisch-katholische Priester durch die fünf lateinischen Zauberworte hoc est corpus enim meum verwandelt vom Brot in den Leib, die Seele, das Blut, das Fleisch, den Körper und die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu Christi. Ja, das ist die Transsubstantiation, die Wesensveränderung, die wird mit diesen Hokuspokus-Worten vollbracht. Und wer das nicht glaubt, dass das Brot dann tatsächlich in den leibhaftigen Jesus Christus verändert ist, der ist von der römisch-katholischen Kirche verflucht. Das wurde so festgesetzt im Konzil von Trient 1545 bis 1563 und ist heute immer noch unverändert die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Wenn die römisch-katholische Kirche davon spricht, dass wir die volle Kommunion haben müssen mit ihr, das heißt wir sogenannten Protestanten, werden erst von der römisch-katholischen Kirche akzeptiert, wenn wir die volle gemeinsame Kommunion haben. Das heißt, dass wir nur dann mit der römisch-katholischen Kirche auf einem Niveau sind, wenn wir das Dogma der Transsubstantiation ohne geistige Reservation komplett akzeptieren und eben nicht so, wie es in der Bibel geschrieben steht, wo Jesus Christus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, sondern es ist wirklich, dass das Brot in das Fleisch und das Blut in den Leib und in den Leib und das Blut in den Körper und in die Geistlichkeit Jesu Christi, die Menschlichkeit und die Seele Jesu Christi verändert ist. Wenn man das nicht glaubt, ist man anathema, mit anderen Worten, verflucht. Ja? Das alleine kann ich schon zu diesen paar Sätzen sagen, die hier am Anfang dieser Botschaft stehen. Habt ihr vielleicht auch noch da was zuzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe, oder Fragen oder sonstige Bemerkungen dazu bei den Brüdern? Ja, ich habe sogar ein Bild. Na, ja, also ich hab ein Hostienwunder. Hier steht nämlich drin auf der Seite kat-zdw.ch, steht nämlich hier drin, unter den Personen, die dicht dabei standen, waren Pepe Diaz aus, ich weiß nicht, ob es in deinem Film noch kommt, ich will da jetzt nichts vornehmen. Ich weiß nicht, ich dachte, du hast hier ein Bild auf Skype mit uns geteilt, dass ich jetzt hätte gucken können. Nee, ich kann mal den Link machen, aber... Ja, kannst du. Bevor ich den Punkt mache, mache ich mal eben den Link. Ja, machen wir. So. Ja. Da steht sogar ein Bild drin. Das kannst du ja selber lesen. Die Erscheinung von Garabandal, ja. Ja, da unten drunter steht ein Bild von einem Mädchen, das eine Hostie materialisiert. Wo wir gerade bei Hostie waren. Ja. Hier steht ja jetzt das beschrieben, was der Sprecher in dem Video erzählt. Hier, das Hostienwunder, ne? Genau. Unter den Personen, die dicht dabei standen, waren Pepe Diaz aus Garabandal, Benjamin Gomez aus Pesues und auch Alejandro Damians aus Barcelona. Letzterer hatte von seinem Vetter, der wegen der Verhinderung nicht selbst nach Garabandal gehen konnte, eine 8mm Filmkamera mitgegeben bekommen, um dort für ihn zu filmen. Von der Bedienung der Kamera hatte er jedoch keine rechte Ahnung. Er stand unmittelbar in einem Abstand von circa einem halben Meter vor Conchita und sah, wie sie ihre Zunge heraushielt. Ja, das kommt gleich noch in dem Video dran. Das sehen wir dann da noch. Aber trotzdem, danke schon mal fürs Schicken. Okay, gut. Mir ging es erstmal jetzt um diese Bemerkung, die hier drin steht. Ne? Man muss viele Opfer bringen, das heißt, man akzeptiert das einzige Opfer von Jesus Christus nicht. Man muss viel Buße tun, typisch römisch-katholische Lehre nach der Beichte, die eben auch römisch-katholisch und nicht biblisch ist. Und man muss oft das allerheiligste Sakrament besuchen, das heißt mit anderen Worten, die Hostie zu sich nehmen. Gut, ja, wenn weiter von euch keine Fragen oder Bemerkungen dazu sind, dann fahren wir mal fort.
aber vor allem müssen wir sehr gut sein. Die Bibel sagt, es ist nicht einer gut, nein, nicht einer. Wenn wir das nicht tun, dann wird ein Strafgericht kommen. Der Kelch füllt sich, wenn wir uns nicht ändern. Den Kelch, den ich kenne, das ist der Kelch, den die Hure aus Babylon in Offenbarung 17 hält. Und dieser Kelch ist gefüllt mit dem Blut der Märtyrer Jesu Christi hier auf Erden. Wird ein sehr großes Strafgericht über uns kommen. Und dann sendet Gott ein sehr großes Strafgericht über die Hure von Babylon. Ihr seht, wie die hier alles umdrehen, ne? Wenn man die Bibel dagegen hält. Viele gingen enttäuscht von dannen. Sie hatten mehr erwartet. Aber das war die Botschaft. Kurz, einfach und klar. Die Mutter mit der unendlichen Liebe hat diesen einfachen Kindern anvertraut, was die Kinder und auch wir tun müssen, um der gerechten Strafe Gottes zu entgehen, die an Furchtbarkeit alles übertreffen würde, wozu der Mensch von sich aus fähig ist. Die Erscheinungen der heiligen Jungfrau setzten sich fort. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wurden die Mädchen innerlich gerufen, nicht aber im Schlaf. Die heilige Jungfrau war sehr streng bezüglich Buße und Opfer, um die sie in ihrer Botschaft so eindringlich gebeten hatte. Wenn die Mädchen in Ekstase waren, spürten sie nichts mehr von ihrer Umgebung. Sie waren mit ihren Sinnen wie entrückt. Bei einem heftigen Schneesturm häufte sich Schnee auf den Armen Conchitas. Sie wurde sich dessen aber nicht bewusst. Ein anderes Mal blieb sie unberührt von den Hagelkörnern, die in ihre weit geöffneten Augen einschlugen. Während des Frühlings und im Sommer 1962 setzten sich die Besuche der heiligen Jungfrau, aber auch des heiligen Michael, fort. Er lehrte sie, mit Ehrfurcht zu kommunizieren. Zuerst die Vorbereitung, dann die Kommunion und zum Schluss die Danksagung. Wenn gerade kein Priester im Dorf anwesend war, der den Mädchen die heilige Kommunion austeilen konnte, brachte sie ihnen der heilige Michael. Doch die Hostie blieb dabei für die Umstehenden stets unsichtbar. Für Priester wurde die Gültigkeit der unsichtbaren Kommunion zu einer prinzipiellen Frage, denn ein Engel hat ja keine Vollmacht zu konsekrieren. Auf Geheiß eines Priesters fragte ein Mädchen den Engel, woher er die Hostien habe. Er antwortete, dass er die Hostien aus Tabernakeln auf der Erde entnehme. Zu dieser Zeit gab es keinen Ort auf der Welt, der auch nur entfernt mit Garbandal verglichen werden konnte. Die heilige Jungfrau schien vom ganzen Dorf Besitz ergriffen zu haben. Sie ging mit den Mädchen in Ekstase durch jede Straße. Oft sangen und beteten sie dabei den Rosenkranz und marschierten mit den ihnen nachfolgenden Leuten. Dabei wurden im Laufe der Zeit alle Häuser besucht. Wenn die Mädchen in Ekstase in ein Haus kamen, in dem jemand krank zu Bett lag, knieten sie nieder, beteten und reichten der kranken Person das Kreuz. Wenn sie zum Haus einer Witwe kamen, sagten sie Gebete vor dem Bild des Verstorbenen oder sie machten ein Kreuzzeichen auf das Kissen des verlassenen Bettes. Sie gingen auch zum Friedhof und streckten das Kreuz symbolisch betend durch die Eisenstäbe des Tores. Ich muss hier mal kurz unterbrechen, weil ich hätte eigentlich schon längst erwartet, dass Michael dazukommen würde. Weil es geht hier ständig um irgendwelche Kreuzzeichen machen oder das Kreuz geben und das Kreuz dies und das Kreuz das. Also ja. Erstens mal ist das Kreuz kein christliches Symbol, weil es überhaupt keine christlichen Symbole gibt. Und zweitens kann man mit einem Kreuz machen oder einem Kreuz zu zeigen, einem Geist überhaupt nichts machen. Aber das kann Michael viel besser erklären. Deswegen dachte ich, dass er hier mal eingreifen würde. Also ja, bitte. Aber ich habe gedacht, das wäre jetzt erstmal so eine ganze Passage und danach würde man drüber reden. Und zum Zweiten ist es so, dass ich ja dachte, wir hätten es in der letzten oder vorletzten Sendung mit dem Kreuz schon mal alles erklärt. Kann das sein? Oder bin ich in der falschen Lesung? Ich weiß es nicht. Es kann schon sein, kam mir auch jetzt bekannt vor. Es also kann ja nicht schaden, kann auch nicht schaden, kurz darauf einzugehen. Ja. Weißt du, okay. Muss ja keine 10 Minuten also darüber ausweiten. Nochmal. Also die Sache mit dem Kreuz ist letzten Endes eine rein heidnische Sache. Die Sache mit dem Kreuz ist halt eben das, dass es im wahren christlichen Glauben in der Bibel niemals in irgendeiner Art und Form für irgendetwas benutzt wird, außer
zur Kreuzigung von Jesu. Das heißt, es ist also da auch nicht als spezielles Taukreuz oder als lateinisches Kreuz oder als Matthäser oder was weiß ich bezeichnet, sondern da steht halt nur, dass er gekreuzigt wurde. Aber es hat ansonsten keinerlei Verwendung, weder im Alten noch im Neuen Testament, noch in der Offenbarung oder sonst wo. Das heißt, diese Verwendung des Kreuzes kann nicht biblisch sein. Alles, was eben nicht biblisch ist und aber dann dazu gedichtet wird, muss dann eben traditionell sein. Und diese Tradition kommt also über verschiedenste Ethnien her, heraus natürlich genau aus dem Ursprung. Warum ist das so laut hier gerade? Bin ich das? Nee. Ja, bist du. Okay, soll ich jetzt besser? Ja. Okay. Aus verschiedensten Ethnien, aber Kreuz ist letzten Endes eine Allegorie, die letzten Endes für die Sonnenanbetung steht. Und es gibt verschiedenste Symbole. Wie gesagt, du wolltest ja nicht 10 Minuten haben, aber wie gesagt, also Kreuz ist letzten Endes eine Geschichte, die aus dem Heidnischen kommt, wie jedes Symbol auch. Denn im zweiten Gebot, zweites Buch Mose, Exodus, Kapitel 20, ist es halt einfach verboten, in irgendeiner Art und Weise irgendein Symbol oder eine Darstellung von irgendetwas oben im Himmel, unter der Erde oder auf der Erde anzubeten. Ja, und man soll hier also einfach ihr auch nicht dienen oder so. Das heißt, wenn ein so benannter Priester ein Kreuz vor sich herträgt bei einer sogenannten Prozession, ist das schon ein Verstoß gegen das zweite Gebot, weswegen dann auch die Katholiken eben dieses Gebot nicht in ihre 10 Gebote im Katechismus aufgenommen haben und dafür, damit es dann eben dann wieder 10 wird, eben das 10. Gebot geteilt haben. Ich dachte auch, Michael, dass der Punkt interessant sein würde, den Leuten zu erzählen, dass eben ein materielles Kreuz einen Geist ja überhaupt nicht beeinflussen kann. Das ist ja auch eine Sache, die du in der Musikgender, in satanischen Agenda ausgeweitet hast. Ich weiß ja gar nicht, in welcher Sendung ich mal was gesagt habe. Und du wolltest ja keine 10 Minuten haben. Nein, also, ich wollte nur, dass du mal kurz drauf eingehst. Natürlich ist klar, alles das, was an irgendeiner Art und Form, das ist jetzt nicht auf das Kreuz beschränkt, aber an irgendeiner Art und Form jetzt eben materiell ist, hat eben keinerlei Auswirkung auf den wahren Gott der Bibel. Denn der verbietet ja die Benutzung von irgendwelchen Bildnissen und so weiter, die man dann halt anbetet oder halt dann für den Gottesdienst bräuchte. Dies ist ja nach dem Opfer von Jesus Christus, ist ja auch der Opferdienst obsolet, also erledigt, finished. Deswegen müssen wir auch keine Opfer mehr bringen, wie gerade eben in dieser Botschaft stand, dass viele Opfer gebracht werden müssen. Deswegen sagte ich ja, das ist total unbiblisch, ne? Ja, das Problem ist nur, die Menschen sehen ja halt eher so, die sind ja eben so Augentiere und die sehen halt erst eher das, was die hochgestellten Persönlichkeiten, vor allen Dingen für arme Menschen, so Priester sind ja schon hochgestellte Persönlichkeiten für die, was die denen vormachen. Ich meine, so ein Ave Maria steht auch nicht in der Bibel drin, ne? Nee. Also von daher, da steht auch kein heiliger Michael drin, da steht da alles nicht drin. Da steht halt letzten Endes auch keine selige Jungfrau drin, das ist alles halt Schmuh. Ja, das ist halt alles Schmuckwerk, das ist alles Barock, das ist alles Tradition, aber Humbug. Hat eben nichts mit der Bibel zu tun oder so. Humbug, ja, finde ich ein schönes Wort, was man dafür braucht. Für mich ist das Kreuz übrigens auch einfach nur die Hinrichtungsmethode. Ne? Also ich frage mich dann auch immer, warum hängt man sich dann keinen elektrischen Stuhl um den Hals, wenn man jetzt meint, irgendwie ein Kreuz tragen zu müssen. Weil im Grunde genommen ist es ja auch wirklich nur die damals verwendete Hinrichtungsmethode gewesen. Und natürlich, wenn sich da jemand drin verherrlicht, dann natürlich die römisch-katholische Kirche drin und packt dieses Kreuz also dann auf jede noch so kleine Kapelle in jedem Dorf, um sich eben in dieser eigentlich sehr traurigen Geschichte zu verherrlichen. Ja, es ist halt eben, das dürfen wir nicht vergessen, Totenkult. Ja? Also, ja. Die Geschichte mit dem elektrischen Stuhl hast du aus Babylon-Mysterien-Religion, aus meiner Lehre. Das kann sein. Ja, habe ich aber auch letztes Mal gebraucht, als ich mit Bieke darüber geredet habe. Das ist ja der. So ja, das ist auch schon eine Zeit lang her, aber da habe ich darüber gesprochen, da hatte ich genau das Beispiel angeholt. Das steht, glaube ich, so in dem Buch. Das mag sein, ja. Es ist aber so, ja. Ja, es ist so. Auch ist noch ein absolut Beispiel. Richtig, ja. Ja, welches denn? Ja, dann stell dir mal vor, irgendjemand läuft jetzt morgen mit einer, wie hieß die Waffe, Mannlicher Carcano, glaube ich, hieß sie, durch die Gegend. Und die Polizei hält ihn an und sagt, hören Sie mal hier, ne, das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit ist verboten und so weiter. Haben Sie eine Waffenbesitzkarte? Ne? Dann sagt er, nee, habe ich nicht, bin Fan von Kennedy. Ja, so, mal so einfach. Ne? Also wenn jetzt ein Kennedy zum Beispiel mit einem Gewehr erschossen worden ist oder hier der Abraham Lincoln mit einem Revolver wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja. So, dann, und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich finde den Abraham Lincoln so toll, deswegen hänge ich mit einer Mordwaffe übers Bett.
So absurd ist das eigentlich, ne? Aber so absurd ist kein, das, ne? Es gibt keinen Aufschrei mehr, weil die Leute das von klein auf schon reinbekommen. Ja, und das hängt dann in den Kirchen und dann, wenn die Leute das abnehmen wollen, ja, dann gibt es den Aufschrei, wenn sie es abnehmen wollen. Das ist ja gerade der Gag, ne? Ja, und dann gilt es als christlich, weil die römisch-katholische Kirche den christlichen Stempel draufdrückt, namens Christentum. Das ist sowieso das Problem, ich recherchiere gerade was ganz, ganz Exotisches. Und das ist dann so, dass der Autor dann den Fehler macht und sagt, ja, diese Gegenden wurden christianisiert. Und das ist dann halt immer so die berühmte Minute, wo ich dann sage, ja, also das ist klar, dass der weiß alles, der ist ein super Fachmensch, der ist wirklich gut, aber da hat er natürlich wieder halt denselben Fehler gemacht. Und das ist eben genau das, ne? Wenn ich ein Kreuz von mir hertrage, dann verherrliche ich halt einfach den Tod. Ne? Wenn also das, was ich an Jesus Christus, das Synonym, ja, also ich meine, guck mal hier, es gibt ja jeder, der ein Synonym hat, ne? So Dieter Thomas Heck, da denkt dann jeder an Schnellsprechen. Ja, Thomas Gottschalk, da denkt dann jeder an Wetten, das. Ich mache jetzt extra weltliche Beispiele, ja, denkt jeder an Wetten, das. Bei ABBA denken die Leute dann an Waterloo vielleicht, ja, und oder bei Napoleon Bonaparte an Waterloo und bei Jesus denken sie ans Kreuz, toll. Ja. Ich denke, bei Jesus habe ich ein anderes Symbol, Leben, bei Jesus denke ich an den Sohn Gottes. Ja, das Leben auch, ja, das stimmt. Ja, eben, ne. Ja, und nicht zu vergessen, ich glaube, du hast es ganz kurz erwähnt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, das Kreuz ist ein Sonnensymbol und es dient halt als Symbol zur Anbetung der Schöpfung anstatt zur Anbetung des Schöpfers. Warum ist das Kreuz ein Sonnensymbol? Ja, weil wenn man so in die Sonne schaut, man eben dieses Sonnenkreuz sieht. Da kommt das im Grunde her. Das ist ganz, ganz uralt, kommt aus Babylon, aus den allerersten Sonnenanbetungskulten in dieser Erde. Ja, worüber das ist die landläufige Erklärung. Es gibt noch mehrere dazu. Wir wollten keine 10-Minuten-Sendung machen. Nee, wir wollten keine 10 Minuten darüber diskutieren. Unsere Sendung dauert normal immer eine Stunde. Aber wir können ja auch gerne in dem Video weitergucken. Nur ich wollte da halt mal kurz drauf eingehen, weil du darfst ja nicht vergessen, Michael, es gibt auch immer wieder Quereinsteiger, Leute, die anderen Videos vielleicht nicht gesehen haben. Und gerade auf das Kreuz dachte ich hier doch mal eben kurz eingehen zu können. Ja, das ist eine prima Sache. Vor allen Dingen sieht man wieder alleine schon daran, danke für den Hinweis, Jörg, dass man den Menschen unbedingt sagen muss, ihr könnt diese Sendung wirklich nur dann maximal genießen, wenn ihr vorher auch mal die satanische Musikagenda geschaut habt. Dankeschön. Das hängt alles miteinander zusammen, ja. Genau. Das ist richtig. Ich sage den Leuten, die auf meine Kanäle auch oft kommen, auch oftmals, ihr könnt euch nicht ein einzelnes Video raussuchen, darauf kommentieren und dann glauben, ihr wisst es alles. Ihr müsst die Videos alle gucken oder zumindest, wenn es irgendwelche Serien sind, wie zum Beispiel eine Buchlesung, wie in diesem Fall, wo wir jetzt heute in der 21. Sendung sind, da hat es keinen Sinn, sich die 21. Sendung anzugucken und darauf irgendwas zu kommentieren, ohne die 20 Sendungen davor gesehen zu haben, wo meistens die Argumente sowieso wieder widerlegt werden, die die Leute hier in den Kommentarsektionen oftmals bringen. Ja, aber lasst uns da mal fortfahren mit dem Film. Vielleicht schaffen wir ja heute zumindest einen kleinen Teil noch. In diesem kleinen spanischen Gebirgsdorf ereigneten sich Geschehnisse von größter Bedeutung. Obwohl sie zu dieser Zeit von niemand richtig erkannt wurden, bereitete uns doch dadurch die heilige Jungfrau Maria auf den Sturm vor, der schon bald über die Kirche hereinbrechen sollte. Sie war gekommen, um vor den Kindern stellvertretend für uns alle eine Katechese über die Glaubenswerte zu halten, die auf dem zur gleichen Zeit stattfindenden großen Konzil neu gefasst werden sollten. Aha! Wann hat die Erscheinung in Garabandal stattgefunden? Da gibt es einen Begriff, der heißt Just in Time. Zwischen 1961 und 1965. Und genau das hat Michael eben genau mit dem Wort oder mit dem Ausspruch in Worte gefasst. Rechtzeitig zum Ende 1962 begonnenen und Ende 1965 abgeschlossenen Zweiten Vatikanischen Ökumenischen Konzil. Das Ökumenische Konzil, das darum geht, um die Protestanten, die abgefallenen Töchter der Hure Babylon wieder zur Mutterkirche zurückzuführen. Was für ein Zufall, dass das genau in der Zeit stattgefunden hat, nicht wahr? Während der Ekstase beteten die Kinder in jeder Position, kniend, stehend, sitzend, gehend oder liegend.
Die heilige Jungfrau erinnerte uns, dass wir uns immer der Existenz Gottes bewusst sein sollen, unabhängig davon, wo wir sind und was wir tun. Unser Herr und unsere himmlische Mutter wollen in unseren Gedanken und unserem Tagesablauf gegenwärtig sein, bei der Arbeit, zu Hause oder im Auto. Wenn zum Beispiel ein Taxi im Dorf parkte, das die Leute nach Garabandal brachte, gingen die Mädchen manchmal in Ekstase mit ihren Kreuzen darauf zu und machten das Kreuzzeichen auf die Windschutzscheibe. Nichts aus dem normalen Leben im Dorf schien für die heilige Jungfrau zu unbedeutend zu sein, um sich nicht daran zu beteiligen. Sie interessiert sich sogar für unsere Kühe, sagte Marie-Lolli nach einer Vision. Durch die Kinder lehrte uns Maria, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen sollen. Wenn eines der Mädchen den Schuh verlor, weil es in Ekstase über unwegsames Gelände ging, forderte die heilige Jungfrau ein anderes Mädchen auf, den Schuh ihrer Freundin wieder anzuziehen. Oftmals, wenn zwei Mädchen zusammen durch das Dorf gingen, trennten sie sich. Und jede nahm eine andere Route, aber sie blieben dabei in Ekstase. Wenn sie dann wieder an einem anderen Ort zusammenkamen, umarmten sie sich. Wann immer sie zusammen in Ekstase gingen, waren sie immer Arm in Arm oder sie hielten sich an den Händen. Wer war diese lichtumstrahlte Frau, die auf so mächtige Weise in diesem kleinen Bergdorf wirkte? Diejenigen, die sie in ihrer Rolle nicht ganz verstehen konnten, mussten nur auf die Figur auf dem Kreuz schauen, das sie den Mädchen befahl, den Zuschauern zu zeigen. Sie war die Mutter dessen und bezeugte nur einen Wunsch, jeden zu ihrem Sohn, Jesus Christus, zu führen, dem Erlöser der ganzen Menschheit. Ja, hier muss ich nochmal kurz unterbrechen. Also Maria will jeden zu Jesus Christus führen. Das müssen wir richtig verstehen. Das ist ein Dogma der römisch-katholischen Kirche, die nicht abstreitet, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, oder besser gesagt, die nicht abstreitet, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Aber die römisch-katholische Kirche fügt hinzu, dass man nur durch Maria zu Jesus kommt. Und Jesus Christus hat gesagt, jemand, der an meine Tür klopft, den werde ich in keiner Weise ausschließen. Also, bei Jesus muss man direkt an die Tür klopfen. Es geht um eine direkte Beziehung von Mensch zu seinem Schöpfer. Eine direkte Beziehung von einem jedem gläubigen Christen zu seinem Erlöser Jesus Christus. Zu seinem Mittler zwischen Gott und dem Menschen Jesus Christus. Nicht durch Maria. Das steht nirgendwo in der Bibel drin. Sieht sich Maria aber hier nur als Mutter der Katholiken? Peter wurde einmal von einem Protestanten angesprochen. Er wollte wissen, ob er das nächste Mal auch das Kreuz küssen dürfe, wenn sie es ihm in der Ekstase zur Verehrung anbot. Da Conchita in einer völlig katholischen Umgebung aufwuchs und war sie betroffen von dieser Frage und gab sie an die heilige Jungfrau bei ihrer nächsten Erscheinung weiter. Maria schaute zu diesem Mann und sagte, auch er ist mein Sohn. Und sie veranlasste, dass durch das junge Mädchen das Kreuz zu den Lippen gerade dieses Mannes geführt wurde. Was hat die Maria gerade gesagt? Die Maria hat gesagt, wir sind Papst. Und auch, sie hat auch gesagt, dass das kein wahrer Protestant war. Sie hat gesagt, auch er ist mein Sohn. Mhm. Wir sind alle Söhne unseres Vaters im Himmel. Ich habe noch nie in der Bibel gehört, dass wir irgendwelche Söhne irgendeiner Frau, irgendeiner Mutter, irgendeiner Maria sind. Ja, die Katholiken sagen doch auch immer Heiliger Vater. Hm? Ja, aber der Punkt ist ja nun mal, ne, dass hier die Maria sagt, auch er ist mein Sohn. Ich dachte, ihr Sohn ist Jesus Christus. Und wenn jeder andere Mensch auch ihr Sohn ist, dann sind wir ja alle Söhne der Mutter Maria. Jörg, sie hatte fast 2000 Jahre Zeit. Ja, gut, ich glaube, mein Punkt ist verstanden worden. Max, wolltest du noch was sagen? Nee, aber da wird ja auch deutlich, wenn diese Erscheinung, diese unbiblische Erscheinung sagt, dass auch das ist mein Sohn, dann sehe ich das halt, wenn man das geistlich beurteilt, ja so, dass das halt eigentlich auch nur dann ein unreiner Geist ist. Und die gehören ja dann irgendwo auch schon zusammen. Ne? Also sprich,
so groß falsch ist es vielleicht gar nicht. Die haben 2000 Jahre Zeit gehabt, sich eine Strategie zu überlegen. Ja. Wie viel Zeit da jetzt ein Faktor ist, weiß ich natürlich nicht, aber. Ja. Und irgendwann werden sie wahrscheinlich dann noch das Johannesevangelium auch noch verbieten, vor allem den Kapitel 8. Ne? Aber, oder unter Kapitel 14. Aber das Problem besteht doch darin, dass die Menschen das glauben, weil sie mit dem Rosenkranz aufgewachsen sind, weil sie mit diesem Glauben an Maria aufgewachsen sind. Ne? Das ist das Problem. Ja. Wenn die das nicht hätten, dann würden die das dann deswegen wären die ja nicht skeptisch. Die haben ja kein Fundament. Ja? Die lesen ja nicht die Bibel und die kriegen ja auch keine vernünftige wahrscheinlich. Und ja, sind halt Menschen, die anderen Menschen vertrauen und dann halt so wie Lemminge. Ne? Ja, also ich wollte nur den Punkt nochmal auf jeden Fall machen, dass das, jetzt hier ja im Video gesagt wurde, das war ein Protestant, der das gefordert hat. Mhm. Das wird auf jeden Fall kein bibeltreuer Christ gewesen sein. Ja, also das nur nochmal. Naja, Protestanten sind ja eben auch schon damals in den 60er Jahren, die protestantischen Kirchen waren ja schon unterwandert. Ne? Ja, eben. Also ich meine nur, wenn wir Protestanten nennen sich heute viele, ja, die der Ökumene oder eben auch der römisch-katholischen Kirche angehören und damit eben auch nicht den Heiligen Geist haben, weil sie eben keine bibelgläubigen Christen sind. Ja. Ja, es gab ja damals, glaube ich, auch schon die Bewegung ECT, ne? Evangelicals and Catholics Together. Evangelikale und Katholiken zusammen. Das war ja damals auch, glaube ich, schon in Fuge. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das begonnen hat, aber Tom Fress hat da auch wieder heute drüber gesprochen in der Sendung, die ich gehört habe. Ja, man hört so viel und liest so viel, da kommt man hier und da auch mal durcheinander, aber das ist auch eine sehr interessante Organisation, ICT. Die war auf jeden Fall 1994 auf einem ganz großen Höhepunkt. Das ist natürlich ein paar Jahre nachdem das hier passiert war. Aber schauen wir mal weiter. Für die Mädchen waren die Erfahrungen in den Begegnungen ihrer Visionen wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Sie lebten aber, wie wir alle auch, in der realen Welt, die von Tag zu Tag schlechter wird und uns alle immer wieder vor die Entscheidung zwischen Gut und Böse stellt. Der 19. und 20. Juni 1962 sollten in der Geschichte von Garabandal und seiner Prophetie Unvergesslichkeit erlangen. Man hörte die Mädchen in der Ekstase vor Schrecken schreien. Der Schleier der Zukunft der Menschheit wurde für sie gelüftet. Sie gewahrten einen Blick auf zukünftige Ereignisse. Sie sahen überall Aufruhr und eine verfolgte Kirche in einer Welt, die aufs Neue vom Kommunismus beherrscht wurde. Gerade als diese Dinge zum Schlechtesten standen, so sagte man ihnen, werde eine außerordentliche und übernatürliche Warnung von Gott gesandt werden, die von jedem gesehen und von jedem auf Erden verspürt werden wird. Wieder hier das Schreckgespenst des Kommunismus. Ne? Wobei wir inzwischen aus mehreren meiner Lesungen wissen, dass der Kommunismus eine Erfindung der Jesuiten ist und erstmals praktiziert wurde in dem Gottesstaat, den die Jesuiten in Paraguay im 17. Jahrhundert aufgerichtet haben. Ne? Immer bitte diese Information im Hinterkopf behalten. Dabei ängstigten sie sich sehr, obwohl die heilige Jungfrau bei ihnen war, als sie Szenen der zukünftigen Strafe Gottes sahen, die er senden wird, wenn sich die Welt nach der Warnung und nach dem Wunder nicht bekehrt. Obwohl einiger Abstand zu den Mädchen bestand, worum die heilige Jungfrau gebeten hatte, waren die Dorfbewohner, welche anwesend waren, und das heißt beinahe jeder war da, so ergriffen von den verzweifelten Schreien der Mädchen, dass am nächsten Tag alle im Dorf zur heiligen Beichte und zur heiligen Kommunion gingen. Das ist das, wovon Michael erzählt hat. Öfters baten die Mädchen die heilige Jungfrau und den heiligen Michael darum, ein Wunder zu wirken, um jene zu überzeugen, die immer noch nicht glaubten. Schließlich sagte der heilige Michael zu Conchita, dass an einem von der heiligen Jungfrau noch zu bestimmenden Tag die heilige Hostie, wenn er sie ihr reicht, auf ihrer Zunge sichtbar werden wird. Conchita nannte das ein kleines Wunder, weil sie glaubte, dass die heilige Hostie immer von jedem Beobachter gesehen würde, wenn sie der Engel ihr gab. Als der Tag da war, den Conchita 2 Wochen im Voraus bekannt gegeben hatte, waren einige 100 Leute im Dorf, aber es sollte ein langes und ermüdendes Wochenende werden.
Viele wurden entmutigt und gingen bereits weg. Um 2:30 in der Nacht kam Conchita plötzlich in Ekstase aus ihrem Haus. Sie ging um 2 Ecken und fiel sogleich mitten auf der Straße auf die Knie. Die ihr gefolgte Menge drängte sich dicht um sie herum. Dann hielt sie ihre Zunge heraus, als wollte sie kommunizieren. Diejenigen, die nur wenige Zentimeter von ihr weg waren, beteuerten, dass sie leer war. Für was ist die ausgestreckte Zunge wieder ein Symbol, Michael? Genesis, 3. Kapitel, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Danke. Plötzlich, schneller als das menschliche Auge es wahrzunehmen vermag, erschien eine strahlend weiße Hostie auf ihrer Zunge. Ein Geschäftsmann aus Barcelona versuchte mit einer ausgebauten Filmkamera und mit der Beleuchtung nur einiger Taschenlampen Filmaufnahmen zu machen, die die Hostie auf der Zunge Conchitas zeigen. Hier geschah ein Wunder, das im Vorhinein angekündigt war, wirklich geschehen und sogar auf Film aufgenommen, als ein Beweis für die Echtheit der Ereignisse von Garabandal. Weil es auf Film aufgenommen ist, ist es ein Beweis. Siehe 11. September 2001. Im Oktober 1962 ereignete sich über 1500 Kilometer von der einfachen Bergwelt Garabandals entfernt ein epochales Geschehen für die Kirche, das seine Wirkung bis weit in das kommende Jahrtausend hineintragen sollte. Papst Johannes der 23. hat am 11. Oktober das 2. Vatikanische Konzil eröffnet. Es erhob sich die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und dem Geschehen in Garabandal? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Aber erst in der Zukunft wird das volle Ausmaß dieser Beziehung deutlich werden. Naja, ich sage da nur zu, dass der Verursacher des Wunders, zwischen Anführungszeichen Wunders, in Garabandal derselbe ist, der hier zum 2. Vatikanischen Konzil aufruft. Wenn derjenige, der die Strippen zieht, derjenige ist, der die zwei Dinge plant und durchführt, dann ist ja wohl logisch, dass die Dinge zusammenfallen. Und für den einfältigen Menschen, der diese Dinge nicht recherchiert und nicht begreift, ist es dann ein Oh Wunder, dass das so zeitlich wunderbar zusammenpasst. Nicht wahr? Wie wichtig ist es, um eure Bibel und Geschichte, wahre Geschichte zu studieren? Das wird wieder einmal in diesem Stück in dem Video deutlich sichtlich. In einer Ekstase hörte Conchita, wie die heilige Jungfrau zu ihr sagte, das Konzil wird das größte von allen sein. Es wird ein Erfolg sein. Das ist gut, denn so werden sie auch dich besser verstehen und du wirst dadurch befriedigter sein. Das Konzil wird ein Erfolg sein. Wo steht da in der Bibel, was vom Konzil? Ja, nichts natürlich, aber das kann man heute sicher nicht abstreiten. Hier wird so etwas schon vorhergesagt, dass es ein Erfolg sein wird. Warum wird es ein Erfolg sein? Weil die römisch-katholische Kirche und hauptsächlich auch eben die Jesuiten, die die durchführenden Organe waren, solche Dinge sehr, sehr viele Jahre, und ich spreche über zwischen 100 bis 150 Jahre im Voraus, planen. Das heißt, zur Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils waren sie schon längst damit beschäftigt, was sie am Zweiten Vatikanischen Konzil planen würden. Denen war deutlich oder ist deutlich, dass die abgefallenen, abtrünnigen protestantischen Kirchen hauptsächlich durch Jesuitenunterwanderung, durch freimaurerische Unterwanderung wieder zur Mutterkirche in Rom zurückkehren. Und von daher wissen sie, dass es ein Erfolg sein wird. Deswegen kann man das hier dann eben auch zwischen Anführungszeichen prophetisch behaupten. Ja? Das ist nur eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ein ganz wichtiger Merkpunkt, den wir dann noch bei bemerken müssen. Wolltest du noch was sagen, Michael? Nee, das passt schon alles. Okay. Mit Januar 1963 endeten die Erscheinungen für Mariloli, Jacinta und Maricruz. Nur Conchita hatte noch Visionen, aber diese wurden auch weniger und lagen weiter auseinander.
Wie auch immer, zu dieser Zeit begannen Conchita und Mariloli sogenannte Lokutionen zu erleben. Eine Lokution ist das Hören einer inneren Stimme, aber ohne die begleitende Vision. Jetzt kommen wir auf den Jesuiten zu sprechen. Sehr interessant. Habe ich auch, glaube ich, noch verlinkt. Müssten wir auch mal drüber sprechen. In dem Fall davor, da habe ich hier Garabandal-Zentrum, der Jesuit und das Wunder. Hatten wir da letztes Mal drüber gesprochen? Wisst ihr das noch? Ich glaube nicht, ne? Doch, der war doch im Video mit drin, wo er dann verstorben ist, ne? Dieser Jesuit. Ja, der Jesuit, ja. Ja, das kommt jetzt hier in dem Video vor. Also ich habe da auch noch einen Link zu, wie gesagt, das müsst ihr euch dann in Sendung 20 mal anschauen. Da könnt ihr da noch mehr drüber lesen, da wird jetzt hier in dem Film drüber gesprochen. Ja. Im Jahre 1947 verlor ein junger Amerikaner namens Joey Lomandino sein Augenlicht und auch den Geruchssinn. Ein schicksalshafter Unfall durchtrennte seine Seh- und Geruchsnerven. Nach einer schmerzlichen Zeit der Umstellung und Genesung wurde Joe schließlich im Jahre 1961 doch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber das hat jetzt nicht mit dem Jesuiten zu tun. Das hatten wir letztes Mal gesehen, das stimmt. Das war der junge Jesuit, der dann gestorben war und alles drum und dran. Hier geht es jetzt um einen anderen Fall. Ja. War zu dieser Zeit müde und überarbeitet. Sein Arzt empfahl ihm einen Urlaub. Daraufhin fuhr er mit seinen Verwandten nach Europa und besuchte seinen Onkel in Süditalien. Zu dieser Zeit hatte Joe keine religiösen Interessen. So ist es nur der Beharrlichkeit seines Onkels zu verdanken, dass er einer Autoreise zu dem stigmatisierten Pater Pio in San Giovanni Rotondo zustimmte. Dieser Franziskanermönch mit den Wundmalen Christi an seinen Händen, Füßen und an der Seite wurde als lebender Heiliger verehrt. Aber Joe erwartete sich keine persönliche Begegnung. Nachdem die Messe vorbei war, fand er sich selbst mit einigen anderen Männern in einem Raum, um den Segen des Paters zu erhalten, wenn dieser vorbeiging. Als Pater Pio in den Raum kam, knieten wir alle nieder, um seinen Segen zu erhalten. Pater Pio kam von der linken Seite des Raumes gegenüber der Vorderseite. Plötzlich hörte ich, wie sich die Knie bewegten, und ich wusste nicht, was vor sich ging. Pater Pio legte seine Arme um mich und begann, meine Stirn zu küssen. Er sagte, Joe, ich bin so glücklich, dich zu sehen. Und mein Onkel sagte, dass es Pater Pio war, der mich umarmte, und ich fand keine Worte, weil ich fast der Letzte war und niemand wusste, dass ich nicht von mir selbst ausgekommen war. Ich wusste in diesem Augenblick, ich wurde zu Pater Pio geführt. Joe war tief beeindruckt und zwei Jahre später kehrte er nach San Giovanni Rotondo zurück. Diesmal beschloss er, bei Pater Pio zur Beichte zu gehen. Ich ging also zu Pater Pio in den Beichtstuhl und kniete mich nieder. Und Pater Pio saß rechts vor mir. Er nahm mich bei der Hand, ungefähr so, und ich war schockiert, weil ich an die amerikanische Beichte mit den Zuhörern dachte. Als ich nun niederkniete und Pater Pio mich bei der Hand hielt, sagte er mir auf Italienisch, Joe, bekenne deine Sünden. Und um ganz ehrlich zu sein, ich war verlegen, weil ich nicht das rechte Leben führte und ich war einfach verblüfft. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So nahm ich Pater Pio an der Hand und er sagte, bekenne deine Sünden. Und wieder fiel es mir sehr schwer, mit ihm zu reden. Und dann sagte er mir in perfektem Englisch, Joe, sagte er, erinnerst du dich, als du mit einer Frau namens Barbara in einer Bar warst? Erinnerst du dich an die Sünden, die du begangen hast? Nochmal ganz kurz in die Erinnerung gerufen, der Beichtstuhl und dass ein Mensch einem anderen sündigen Mensch seine Sünden beichtet, ist nicht biblisch. Wir gehen mit unseren Sünden zu unserem Herrn. Wir können nur den um Vergebung bitten, der auch die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und das ist kein Mensch, das ist kein Dekan, kein Priester, das ist kein Bischof, Erzbischof, Kardinal oder Papst, sondern das ist nur der Herr Jesus Christus. Alles andere ist Humbug und dient nur zur Kontrolle der Menschen. Ja? Machtkontrolle, da ist hauptsächlich die Beichte für erfunden. Das ist eine ganz typische römisch-katholische Tradition, die Beichte,
die aber nicht aus der römisch-katholischen Kirche selbst kommt, sondern die schon bei den Heiden vorher gang und gäbe war, die nur in der römisch-katholischen Kirche fortgesetzt wird. Und natürlich mit einem unglaublichen Dogma nach dem Motto, wenn du deine Sünden nicht beichtest und danach nicht Buße tust, ja, wie ich ja bereits eingangs erwähnt hatte, rein römisch-katholisches Dogma, dann hast du dieses Sakrament nicht, das heißt dieses Werk nicht. Und da die römisch-katholische Kirche eine Kirche ist, in der man nur Erlösung durch Werke findet, nämlich durch Teilnahme an allen 7 Sakramenten, dann kommt man nicht in den Himmel. Das ist eben die Waffe der römisch-katholischen Kirche. Wenn die Leute so dämlich sind, sage ich jetzt mal ganz klar, um diese Dogmen der Kirche zu glauben, dann müssen sie eben auch alle Dinge tun, die die Kirche ihnen vorschreibt, weil sie sonst nach ihrem Glauben eben nicht in den Himmel kommen. Und in perfektem Englisch fuhr er fort und erzählte die Personen der Reihe nach auf, mit denen ich zusammen war, die Orte, an denen ich war und die Sünden, die ich begangen hatte. Sicher schwitzte ich, aber ich hatte trotzdem die Gnade Gottes zu erkennen, dass ich das alles aushalten musste, um zum Glücklichsein zurückzukehren. Das jetzt kann man sich natürlich fragen, woher weiß der denn die ganzen Umstände der Sünden? Wann ich wo mit wem war und was wo wie gesagt habe? Das ist eben die Kraft der Dämonen. Die können einem eben diese Informationen zuspielen. Und die wird der Priester davon auch gehabt haben. Nun mal eben schauen, wie lange wir mit unserer Aufnahme sind. Das ist jetzt schon ziemlich genau eine Stunde. Und von daher schlage ich vor, dass wir hier das Video für heute beenden. Wir haben immerhin nochmal 17 Minuten geschafft. Das heißt, nächstes Mal schaffen wir vielleicht das Ende des ganzen Videos. Und ich möchte dann eben nochmal meine beiden Brüder Michael und Max bitten, ihre abschließende Bemerkung zu dem Video heute zu geben. Ja, ich denke, ich habe schon das meiste gesagt und meine Stimme heute mal einigermaßen hier eingebracht, aber ich bin's wirklich. Aber die diese Marienerscheinung da, die ist natürlich jetzt in einer Tradition der ganzen Marienerscheinungen und die gab es ja auch schon vorher, mal gespannt, ob die uns noch irgendwelche anderen Sachen da vorsetzen. Ich meine, im Endeffekt ist es so, dass wir in der letzten Sendung ja schon besprochen haben, warum sie sich der Kinder bemächtigen und warum es eben auch einen abgelegenen Orte sind, wo die Leute natürlich dann noch dementsprechend, ja zumindest 1965 halt auch noch sehr, sehr, ja, zurückgeblieben oder halt für sich gewesen sind und eben nicht so kritisch gewesen sind, wie sie heute vielleicht wären, ja, weiß ich nicht, aber wäre auch noch eine Idee. Aber das Thema ist jetzt hier, diese ganzen Erscheinungen, die da sind und diese ganzen Dinge, die da sind, werden halt dafür benutzt, um halt die Aufmerksamkeit von Jesus Christus weg auf Maria zu lenken. Und das ist eben die Agenda vom Papst. Ich denke, das ist so die Konsequenz aus dem allen, dass sie halt einfach sagen, guck mal hier, alles geht in Richtung der Maria, denn dann haben wir eben diese gemeinsame Religion. Und wir hatten jetzt die letzten Tage kam eine Meldung, dass eben der Papst jetzt wieder ein neues Dogma herausgebracht hat, dass eben Christentum jetzt sich extrem anpassen muss demnächst und dass es da eben halt komplette eine epochale Änderung gibt. Und das ist ja letzten Endes eine Geschichte, da gebe ich dir natürlich völlig recht, das wird von langer Hand vorbereitet. Und da sehen wir jetzt einer der sogenannten medienwirksamen Vertreter da. Denn aufgrund dieser Prophetie, da gibt es eine ganze, oder na, Prophetie ist ja falsch, aufgrund dieser falschen Wunder sozusagen, da gibt es eine ganze Menge falscher Prophezeiungen, falscher Propheten, die sich auch im Internet rumtreiben und so weiter. Hat alles nichts mit der Bibel zu tun, aber eben mit der ganzen Ablenkung auf Maria. Ne, diese ganzen sogenannten Wunder hier, die werden halt ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und ja, der Papst hat ja auch die ganzen anderen Sachen von Fatima erst Jahrzehnte später veröffentlicht, ja, weil ja so brisant wären und. Ne, also da wird gearbeitet damit wie in einer Geheimgesellschaft. Ne? Das war es jetzt erstmal von mir aus. Gut, danke Michael. Max? Ja, wir haben ja gerade zuletzt nochmal einen kleinen Einblick zu dieser ganzen Beichtstuhlgeschichte, was ja eigentlich auch eine einzige Gräuel ist, wenn man es ganz genau nimmt, weil hier ein Mensch vor einem anderen Mensch, einem anderen Menschen seine Sünden bekennt, was, wie du ja schon ausgeführt hast, absolut unbiblisch ist und wovor wir hier nur warnen können, das zu tun.
Ja, und ich bin da sehr explizit drauf eingegangen, als ich das Buch gelesen habe von Alfonso Liguori. Das hat Platz gefunden in der Sendung Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Da habe ich das Buch von Liguori in einigen Sitzungen mit Bruder Viktor damals durchgelesen. Das geht unglaublich viel über eben diese ganze Beichtstuhlgeschichte. Das geht darüber, welche Fragen die Priester den Kindern, den Frauen, den Jungfrauen eben auch stellen und so weiter und so weiter. Also wer da etwas mehr Einsicht drin haben will, schaue sich bitte die Serie an, Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Max, aber das wollte ich mal eben kurz hierbei erwähnen. Ja. Ja, aber es ist halt auch schon ein wichtiger Punkt, ne? Weil gerade durch dieses Prozedere hat ja mit Sicherheit auch die römisch-katholische Kirche eben die Macht und den Einfluss über diese vielen Jahrhunderte und das viele Geld auch erhalten, ja, eben dadurch, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie viele Witwen und was weiß ich nicht da gefangen wurden, und vom Missbrauch will ich jetzt auch noch gar nicht erst anfangen. Da kann man sich sicherlich an anderen Stellen nochmal, wie du schon angeholt hast, informieren. Also eine absolut unbiblische Geschichte. Und du hattest angeholt, dass das natürlich auch, warum Ned so viel wusste von dem Typen, dass das sicherlich auch daran liegt, dass es durchaus auch eben der unreine Geist ist, der da den Priester beseelt. Ja, das ist genau wie wenn man zum Wahrsager geht, einem sogenannten. Ja. Ne? Die hat Kontakte mit Dämonen. Und die Dämonen geben ihr Informationen über die betreffende Person. So einfach ist das. Das ist übrigens in der Bibel auch beschrieben, im Buch Samuel, ne? Wo der Samuel doch zu der Hexe von Mordor, oder wie das heißt, da geht. Müsst ihr euch mal durchlesen. Und dann halt er den Saul aufruft, ne? Und der Saul dann da erscheint. Ja, was ist denn das für eine Erscheinung, wenn in der Bibel deutlich drinsteht, die Toten wissen gar nichts und die Toten liegen zu schlafen und die Toten tun gar nichts. Das war ein Dämon, der da in der Bibel erschienen ist. Und genau diese Dämonen füttern eben die sogenannten Wahrsager eben auch hier in unserer Welt und geben eben, oder Priestern in diesem Fall, und geben den Priestern die Informationen, die sie brauchen. Sehr guter Punkt, ja. Das ist ganz richtig. Ich denke, man sieht das auch an den Stäben von Mose schon, ne? Bei den Ägyptern, wo die Magier von Ägypten dann auch ihre Stäbe hinwerfen, das auch Schlangen werden. Sprich, es gibt halt schon eine gewisse Art von Fähigkeit eben auch, die von den unreinen Geistern ausgehen, die Materie zu beeinflussen. Das die ist Bibel ganz klar. Spricht von lying wonders, genau. Lügende Wunder. Keiner bestreitet, dass Satan nicht Wunder vollbringen kann auf dieser Erde, aber sie sind im Licht der Bibel eben lügende Wunder. Das ist ein Punkt, den man bitteschön berücksichtigen muss. Sehr schön, sehr schön. Sie dienen immer der Lüge. Genau. Ja, genau. Ja, ist auch ein guter Punkt, dass sie im Grunde der Lüge dienlich sind. Müssen sie ja, weil sie von dem unreinen Geist auch ausgehen. Ne? Ja, ich wollte noch auf den Punkt hinaus, dass das halt natürlich auch damit zu tun haben kann, dass wir ja wissen, dass Priester, die Beichte abnehmen, auch eben sehr, sehr, ich sag mal, den Background checken, ja, oder eben auch sich viel erzählen lassen und generell viel wissen. Und ich will gar nicht wissen, wie oft auch der Onkel von dem Typen selbst, der ihn da hingefahren hat, selber schon bei der Beichte war und ihm da nicht auch schon was drüber erzählt hat. Das kommt da sicherlich auch nochmal mit zu, dass so also ein Priester schon wahrscheinlich mehr über die eigene Familie weiß, wenn die ganze Familie beichten geht, als man selber. Mhm. Da sollte man da auch nochmal mit bei berücksichtigen. Also auf jeden Fall absolut unbiblische Praktik. Dann wollte ich nur noch auf den einen Punkt hinaus, den wir auch öfter angeholt hatten, nochmal mit, dass eben nichts Materielles gegen diese unreinen Geister oder Geistiges bestehen kann oder überhaupt die Möglichkeit hat, diese zu vertreiben, ja, oder in irgendeiner Art und Weise Einfluss darauf nehmen kann. Das geht absolut nicht. Also ich meine, Hollywood lässt an der Stelle natürlich auch wieder grüßen, ne, wenn man diese ganzen Vampirfilme, Underworld fällt mir da ein. Oder, ja, und der Exorzist und Omen. Diese nicht alle heißen, wo da also mit Holz kreuzen und Weihwasser irgendwelche Dämonen bekämpft werden, das ist absolut, absolut unbiblisch und funktioniert natürlich sowieso nicht. Das ist im Grunde nur ein Hokuspokus, der auch dann wieder einem dient, nämlich Satan und seinen Geistern, um eben eine Agenda durchzudrücken. Also ich meine, Exorzismus und sowas, das gibt es ja auch alles, wird ja auch von der römisch-katholischen Kirche, glaube ich, noch praktiziert, aber es dient da halt auch dann wieder nur eben, dass die Leute dann meinen, wirklich, dass das funktioniert, wenn da das Kind dann schreit oder irgendwas. Und also ich denke, dass da wirklich auch wieder nur Satan gedient wird, insofern, dass halt die Leute der römisch-katholischen Kirche hörig sind dadurch. Der wichtigste Punkt allerdings ist natürlich, dass wir als bibelgläubige Christen wissen, dass nur ein Ding unreine Geister
wirklich besiegen kann und wo es wirklich nur ein Ding gibt, was wirklich hilft, selbst gegen Satan. Und das ist eben das Wort Gottes, wie wir es ja auch aus dem Lukas- oder Matthäus-Evangelium erfahren, wo also Jesus von Satan in die Wüste gebracht wird. Und Jesus antwortet jedes Mal mit, es steht geschrieben. Ja, und da haben wir also wunderbar von unserem Herrn die Antwort darauf bekommen, wie wir sicher vor Satan und seinen unreinen Geistern sind. Ja, also das von mir, meiner Seite aus. Und jetzt gebe ich dir gerne das Schlusswort. Ja, da gibt es kein großes Schlusswort mehr zu sagen. Ich blende bereits seit einer Minute das Bild der Bibel ein, um damit ganz deutlich zu dem Schluss zu kommen, den wir alle aus dieser Lesung ziehen sollten, soweit wir sie heute Lesung nennen können oder diese Videoanalyse, die wir hier gemacht haben. Nämlich, dass wenn wir sicher sein wollen, dass wir das Wort Gottes verstehen, dann müssen wir das Wort Gottes erst einmal lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Sendung 22, wo wir dann hoffentlich das Video hier abschließen können, diese Videoanalyse und uns dann später wieder dem Buch widmen, nachdem wir in die Webseiten reingegangen sind, die ich kurz vorgestellt hatte. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Dei omnipotenti, Padre, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et manifestet.